Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Nach dem ersten Ausflug mit einigen Experimenten mit dem VNWA habe ich noch einige Tipps im Verlauf für meine Experimente. Habe ich doch versucht, mir die Sache ein bisschen einfacher zu machen und das möchte ich Ihnen doch weitergeben. Die Hilfsmittel sind hier ein bisschen so aufgezeichnet, was ich bereits zusammengestellt habe. Es geht um den VNWA von DG8SAQ, das sich ganz gut bewährt haben hat. Und in der Hauptsache geht es um Experimente, die ich aus dem Buch von Joachim Müller, Einführung und Praxisleitfaden, entnommen habe. Dieses Buch ist sehr zu empfehlen und geht viel, viel weiter als das, was ich hier Ihnen zeigen möchte. Im Moment geht es um Einportmessungen von einzelnen Komponenten, serie oder parallel geschaltet. Im Moment konzentrieren wir uns hier auf diese einfachen Konfigurationen. Es geht mir darum, vor allem heute Ihnen Helferlein zu zeigen, kleine Helferlein zu den Experimenten. In erster Linie sind das natürlich schon vorgestellt, diese unzähligen SMA-Buchsen, die ich sehr gerne benötige, um dann einzelne Komponenten aufzulöten, dann das Buch mit SMD-Kondensatoren und Widerständen neu hinzugekommen ist, und das ist eine ganz gute Geschichte, das sind diese Pads hier. Diese Pads kann man in zwei Größen haben, hier kleinere und hier ein bisschen größere. Das ist die Bezugsquelle. Es gibt dort noch sehr, sehr viel mehr, so Hilfsmittel und kleine Kits. Dann als weiteres Hilfsmittel einige Amidon-Kerne. Ich komme gleich darauf zurück, wie die zu verwenden sind. Die sind ganz einfach zu erhalten und dann kann man die mit ein bisschen Schaltdraht selbst wickeln und unterschiedliche Induktionen herstellen. Also neu eigentlich und sehr hilfreich sind diese Pads hier, die so in einem Strip angeliefert werden. Man kann die dann brechen wie eine Schokolade. Da sind wir uns in der Schweiz ein bisschen besser gewöhnt, das zu machen, und dann kann man so einzelne Pads herausbrechen. Die sind unten isoliert, man kann sie also auf Kupfer zum Beispiel auch aufkleben, wenn man möchte, oder eben auch so solo einsetzen. Vielleicht noch etwas vorweg, wenn wir so Experimente machen, kann man natürlich, so wie ich es hier gezeigt habe, den Kondensator, hier ein SMD-Kondensator, direkt mit Masse und dem Mittelpin verbinden. Der große Nachteil bei dieser Geschichte ist, dass man eben nicht sieht, was die Impedanzen, die Blindwiderstände und die Blindkapazitäten sind. Denn die Ortslinie, die man hier sieht, die ist dann immer am äußeren Ende, weil der Reflexionsfaktor 1 ist und das geht hier ringsherum und man kann überhaupt nichts ablesen. Das bringt also nichts, so kann man nicht sehr viel machen. Man kann zwar hier ganz schön den Kondensator ablesen, 225 Picofarad, in Tat und Wahrheit ist es ein 220er, also ganz gut. Man sieht auch, dass ich einen kleinen ohmischen Widerstand habe, das rührt halt vom Stecker her, aber eigentlich nicht relevant. Ich habe hier mit 10 MHz gemessen. Was eigentlich entscheidend ist, ist, dass ich hier eine Ortslinie Smiths-Diagramm habe, die wunderschön nach außen am Kreis anliegt, aber eigentlich eben keine Aussage macht. Dann braucht es einen Verschiebewiderstand. Ich habe hier zum Beispiel einen Verschiebewiderstand von 51 Ohm. Ich hatte keinen 50er. Ein Verschiebewiderstand von 51 Ohm SMD in Serie zu diesem 220 Picofarad Kondenser gelötet. Das sieht man sehr schön hier, möglichst nahe aneinander. Und jetzt kann man etwas Schlaues ablesen. Man sieht jetzt, dass ich diese 50 oben hier habe, ein bisschen mehr. Die 51er genau. Und jetzt habe ich eine wunderbare Ortslinie, die bei 50, 51 geht. Also hier ist bei der Nullpunkt haben wir 50. Ein bisschen verschoben, aber das kann man hier schlecht ablesen. Der Kondensator weiterhin, diese 223 gibt er mir an. Und jetzt kann man hier wunderbar
natürlich diese Werte ablesen. Das ist der Zweck dieses Widerstandes. Und jetzt sieht man hier, das ist vielleicht ein bisschen ein Gefummel, um so ein Ding da zusammenzulöten. Und deshalb habe ich mir diese Pads zugelegt. Und diese Pads nun, hier habe ich ein 36 Ohm Widerstand und wieder der 220 Picofarad, habe ich auf drei einzelne kleine Pads aufgelötet hier. Hier mit Masse gegen Masse den Kondensator gegen Masse geleitet und wieder aufgezeichnet. Ich denke, es ist ein bisschen einfacher, eine solche Geschichte hier zu löten. Man kann das außerhalb dieses Steckers machen und dann ist dieses Pad mit diesen drei Einzelpads, kann man sehr, sehr gut anlöten, ohne große Probleme. Ich habe die Werte selbstverständlich verglichen, direkt angelötet und mit diesem Pad, ich konnte keinen Unterschied feststellen, das geht also hervorragend. Und hier haben wir jetzt, ich habe hier einen 36er, 36 Ohm, wieder diese 220 Pico, ist ein bisschen mehr. Und wunderschön sieht man hier diese Kurve, die, wenn man die weiter denkt hier, bei diesen 36 Ohm ist, aber man kann es ja auch hier ablesen. Hier haben wir sehr schön diese 36 Ohm, ein bisschen weniger. So kann man diese Pads einsetzen. Scheint mir eine ganz gute Geschichte zu sein. Man kann es natürlich jetzt auch komplizierter machen. Und deshalb eben diese zwei Größen, die da in diesen Schokoladenriegel angeliefert werden. Hier habe ich eine dreifach, den großen genommen, drei Stück aneinander, weil meine Spule ein bisschen größer ist, die ging nicht auf die kleinen. Hier ein 51 Ohm SMD Widerstand in Serie zu einer Spule, die 10 Mikrohenry hat. Oder nominal 10 Mikrohenry hat. Und auch hier wieder wunderschön, man sieht die ganze Geschichte, die Ortslinie hier ist leicht nach innen verschoben, weil hier haben wir ja 50 und es ist 51, also sieht ganz gut aus. Wir haben hier 9,93 Mikrohenry, nominal wären es eben 10 und weil die Spule relativ große Induktivität hat, habe ich hier eine kleinere Frequenz anwählen müssen. Das zum Beispiel für die drei Pads, das ist so eine Geschichte. Dann meine Amidon-Kerne. Mit den Amidon-Kernen kann man beliebige Induktivitäten herstellen. Ich habe mal drei Stück hier ausgewählt. Das ist der T106.6. Ich habe diese hier mal am Lager. Einige von denen, das gibt dann unterschiedliche Induktivitäten. Also unterschiedlich mal vom Kern selber und unterschiedlich natürlich von den Wendungen. Das ist nicht sehr akkurat gewickelt, sondern einfach so auf die Schnelle. Das spielt nicht so eine große Rolle. Ich habe dann diese Induktivität gemessen hier. 0,215. Hier habe ich 2,468 und so weiter. Habe die mal gemessen und schön verglichen. Und jetzt habe ich mal den mittleren hier genommen und mal schauen, was das dann effektiv auf dem VNWH gibt. Also ich habe hier, damit man es genau sieht, 0,5 bis 3 MHz, den Sweep, also die Frequenz eingestellt. Der Widerstand ist ein 47 Ohm Widerstand, ein SMD auch. Und die Spule hat, wie gesagt, 2,468 Mikrohenry, gemäß meinem nicht ganz so akkuraten LC-Meter. Aber für den Versuch geht es allemal. Dann sieht man Folgendes hier, ich habe diesen Amidon-Kern hier mit einem SMD-Serienwiderstand ganz nahe beim Pin eingelötet und folgendes Resultat erhalten. Der 47 wiederum gibt wunderschön diese 47 Ohm fast, 2,48 Mikrohenry werden hier angezeigt, es sind 2,468. Also was jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber stimmt in etwa überein. Dann sieht man auch die Ortslinie. Hier haben wir die 50 Ohm. Hier hätten wir 0,33, also nach hier geht es gegen 0. Wir haben hier die 47 Ohm, schön ein bisschen verschoben. Also auch das ist sehr akkurat. Wir sehen hier noch die Linie mit den 47 Ohm, die ist schön gerade. Und dann haben wir die Linie mit den Mikrohenrys, also mit der Induktivität. Die Linie geht nach oben, also induktiv, auch das stimmt.
Das wäre es dann schon. Vielleicht haben Sie Spaß bekommen oder eine Anregung bekommen und man kann jetzt komplexere Aufgaben angehen. Zum Beispiel hier, wenn man möchte, so Geschichten wie, mal schauen, dass ich das da verschieben kann, dass Sie das sehen. Oh, Moment, ja, ich schaffe das ja auch, genau. So, zum Beispiel natürlich eine Kompensation von Leitungsabschlüssen, diese Konfiguration, hier noch einmal in Serie und einmal parallel mit einem variablen Kondensator. Und das gibt dann schon schöne Experimente oder noch komplizierter mit Leitungen. Es geht natürlich ins Unendliche, aber ich möchte ja hier nur Tipps und Anregungen geben, damit vielleicht der eine oder andere sich auch mit diesen Helferlein an solche Experimente wagt. Es hilft enorm, den Smith-Chart zu verstehen. Es hilft auch, das VNWA besser zu verstehen. Und bevor man sich da an Leistungsmessungen an irgendwelchen Verstärker und Zwei-Port oder Reverse und so weiter wagt, schien es mir wenigstens als nicht sehr geübt mit VNWA und Smith-Charts wenigstens wertvoll, mal die Grundlagen zu verstehen und mal auch ein bisschen Interpretationen machen zu können, was da eigentlich so geschieht. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.